Also ich bin Lucia Chiarla, ich bin die Regisseurin von Reise nach Jerusalem und wohne ich in Berlin und ich komme aber aus Italien. Also ich wohne seit lange schon in Berlin. Und worum geht es ganz kurz gesagt in Ihrem Film Reise nach Jerusalem? Also der Film geht um eine Frau, die ohne Arbeit ist und versucht aber trotzdem, also ohne die Hilfe des Jobcenter einfach zurechtzukommen und am Spiel zu bleiben, sagen wir so. Deswegen heißt auch Reise nach Jerusalem und ist ein Spiel, der so wie eine Metapher ist für die Arbeitsverhältnisse der modernen Gesellschaft für mich. Und warum ist es für Sie wichtig, so eine Geschichte zu erzählen? Ich glaube, dass viele Leute so sich in einer Situation sich befinden und ich wollte einen Film über Angst machen. Also es gibt viele Menschen, die Angst haben, ohne Arbeit zu bleiben und Menschen, die ohne Arbeit sind. Und ich wollte dieser Zustand erzählen in alle seine Facetten. Und wie haben Sie die Recherche dafür gemacht? Wie ist das Drehbuch entstanden? Ich habe viel recherchiert im Internet. Ich habe viele Freunde, die auch beim Jobcenter gegangen sind, sie begleitet. Und ich habe mich von vielen Situationen einfach beeinflussen lassen. Und ich kenne mein Leben auch, wie schwierig es ist, wenn man keine Arbeit hat, wenn man auf eine Antwort erwartet. Und daher habe ich mich einfach darauf inspiriert, also auf alles, was im Leben passiert. Was ist für Sie wichtig für neue deutsche Filme? Was müssen neue deutsche Filme haben, um gut zu sein für Sie? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, gibt es schon viele schöne Filme. Also ich war viel beim Festival, verschiedene Festivals, ich habe tolle Filme gesehen. Ich glaube, was wichtig ist, ist die Herrlichkeit und nicht erreichen zu wollen, was der Zuschauer, den wir nicht kennen eigentlich, weil der Zuschauer sind wir selber, ehrlich mit was man erzählt, also mit sich selbst, ohne Ängste von Schwäche und auch Erzählungsweise, die vielleicht noch nicht gibt. Aber ich glaube, dass jeder Regisseur weiß das und es ist schwierig, das dann einfach Konsequenz dran zu bleiben. Und die Zusammenarbeit mit Eva Löbau, wie ist das entstanden? Ich habe Eva getroffen, beim Casting, ich habe sie gecastet und am Anfang habe ich einen Teaser gedreht und ich wollte so einfach schon eine Schauspielerin für den Teaser, die auch, mit der ich mich auch gut verstehen kann und die Hauptfigur sein kann. Und Eva war perfekt. Einfach, und ich habe mit ihr viel gearbeitet für den Teaser und dann im Film haben wir uns sehr gut verstanden, ja, weil sie eine super Schauspielerin ist. Ja. Was für einen Eindruck haben Sie bisher vom Festival? Was erhoffen Sie sich vom Publikum auch? Also ich bin gerade angekommen, daher weiß ich auch noch nicht, was mir erwartet. Ich hoffe, dass es die Zeit gibt, mit dem Zuschauer zu reden. Wir haben bald Kinostart und für mich ist sehr wichtig auch zu merken, wie die Leute im Kino reagieren. Weil eine Sache ist Braunschweig, eine Sache ist in Berlin, eine Sache ist in Magdeburg, also in andere Städte. Und das ist auch für mich auch als Ausländerin zu merken, die Unterschied von Reaktionen in verschiedenen Städten, also das zu spüren. Deswegen gehe ich auch ganz gerne, wenn ich eingeladen bin. Dann wünsche ich mir viel Spaß hier beim Filmfest. Vielen Dank für das Interview und ein schönes Screening später. Danke euch. Dankeschön.